Nach den schweren Unwettern Anfang Juni im Landkreis Kitzingen ist die Bahnstrecke nach Würzburg wieder zweigleisig befahrbar. Der massive Regen hatte die Gleise unterspült. Zeitweise konnte wenigstens ein Gleis freigegeben werden. Die Verbindungsstraße zwischen Main-Stockheim und Kitzingen bleibt allerdings bis Ende November aufgrund von Bauarbeiten an der Zugstrecke noch gesperrt.